Willkommen zurück zu Grandia. Beim letzten Mal wurden wir irgendwie in die Zwillingstürme gebracht. Sind leider getrennt worden, ne? Also Justin und Fina. Fina hängt jetzt irgendwie mit Mullen rum. Ja, ich bin jetzt abgeschrieben oder so, ich weiß auch nicht. Nur von Lien bleibt halt bisher jede Spur aus. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Mensch, den hätte ich immer verwenden können, egal. Wir speichern. Weil wer speichert, kann sicher gehen, dass er gespeichert hat. So. Und hier sind Auberginen auf dem Boden, oder? Irgendwas anderes. Hier ist eine Kröte. Hallo, Kröte. Eine Stachelrückenkröte. Hornkröte. Ja, mein Finger hat das. So, haut drauf. Wir machen nicht Go Wild. Ich glaube, wir müssen hier mehrere Kröten bekämpfen. Machen wir einfach, ne? Safety Mode. Einfach immer draufhauen. Ja. Axt trainieren und so. Play fair. So. Das reicht schon. Guck mal. Ich könnte nix. Hätte mich jetzt auch gewundert, hätten die jetzt irgendwie viel ausgehalten. So. Und hier ein Haufen Kröten. Hallo, Haufen Kröten. Die kämpfen wir natürlich alle. Weil ich es kann. Ein einfacher Erfahrungspunkt, ja? Guck dir das an. What a cinch. Sind tot, bevor sie was machen können. So mag ich meine Gegner. Axt trainieren. So. Ich werde die Kröten ausrotten. Bis auf die letzte. Zu. Nächst bitte. Hallo, hallo Kröte. Hallo. Ist doch nicht mal, dass ich irgendwie zwei auf einmal kriege oder so, ne? Nehmen die wirklich jedes Mal einzeln. Oh. Oh. Wir haben jetzt weniger Schaden gemacht. Deswegen haben die jeweils zwei Hits ausgehalten. Aber können sie trotzdem töten, bevor wir es machen. Okay. Soll mir recht sein. Wundert mich nur gerade. Ja, wir haben Axt-Level ab. Ja, wir stehen lassen. Irgendwo kommt schon so eine Kröte. Ich muss gar nichts machen. Jetzt machen wir wieder genug Schaden. Hä? Vielleicht war es einfach nur so eine Special-Kröte zwischendurch, die einfach mehr ausgehalten hat. Keine Ahnung. Verwundert mich. Aber es wird weniger angriffen. Das sind Erfahrungspunkte. Geht man nur um die Erfahrung. Die Axt natürlich. Oh. Alright, we won! Haben wir Schaden gemacht. Die Schweine. Die Schweinekröten. Kommt es angekrötet? Wir haben es bald. Kann sich nur eine Stunde handeln. What a cinch. So. Bitte warten. Nur noch vier Kröten. Kommt da noch mit zu? Okay, dann geht's. Ich bin da jetzt so. Haben wir schon gewonnen? Oh ne, noch nicht. Der schlägt erstmal die Luft ab. Okay. Und macht keinen Schaden. What a cinch. Na, vier Erfahrungspunkte geben sie nicht, aber halt, es ist für die Axt wieder. Jedes Mal, wenn ich die Axt benutze, ist es gut. Jedes Axt-Level ab hat ja auch irgendeinen Vorteil für mich. Irgendwelche Stats, die sich verbessern. What a cinch. Hey, hey, bleib doch mal stehen. Hey. Dude, what a cinch. Und der letzte.
Bis erst. Ja, schön, wenn halt dann beim Ausrotten aller Kröten sowas wie ein Superkrötenboss erscheinen würde. What a cinch. Bei dem es sich tatsächlich dann lohnt, den umzuhauen. Aber ich glaube nicht. So, Kröten sind weg. Hat sich ausgekrötet. Hier ist noch eine einzelne. Oh, aus dem Grund plötzlich vier. Oh, das kriegen wir hin. Ist voll gut, dass wir inzwischen dreimal angreifen können. Aufgrund des einen Talismans oder sowas, was wir angelegt hatten. Voll gut. Kann man nicht meckern. Nächste bitte. Maulplatt. Halt doch gesagt. Draufgetreten. Auf die Stachel. Ist wie wenn auf Legosteinen drauf tritt, nicht schlimmer. What a cinch. So. Aber nach der Zeit müssen wir halt wirklich mal gucken, dass wir eine andere Waffe mal für Justin anlegen, damit er andere Waffen halt leveln kann. Damit dann wiederum andere Fähigkeiten freigeschaltet werden können. Und so weiter. Und sich halt auch dann die Stats erhöhen. Ah, leichter gesagt als getan, ne? Irgendwie irgendwas? Kann ich eigentlich? Ich kann die Kamera drehen, okay. Hatte ich vorher gar nicht ausprobiert. So, weiter über den Auberginenweg. Hey, was ist das? Hä? Was ist das? Kröte und Lean. Oh, oh nein. Bleib weg von mir. Die Kröten können auch nichts. Lean, sind Monster hinter dir her? Nein, das sind Kröten, keine Monster. Gehen wir mal Lean retten, ne? Da hockt und weint. Ich mag wohl keine Kröten oder Angst vor Kröten. Frösche, die Frösche, weg mit den Fröschen. Okay. Geht es gut, Lean? Halte durch, ich komme. Was? Warum? Du willst doch nicht dem Feind helfen. Stell dich nicht so an. Du meinst doch nicht wirklich, dass wir Feinde sind, oder? So, Hornkröten, yay. Yeah. Drei Stück an der Zahl. Aller Kröten habe ich nicht gesehen. What a cinch. Das war ganz schön gefährlich. Hast du dir wehgetan, Lee? Hm. Oh, weia. Was ist denn los? Justin, das ist dein Befehl. Sie hat mir keine Befehle zu erteilen, aber okay. Du hast das letzte Fragment des Geistersteins. Gib es mir. Was ist das? Eben Holzenor, ich soll dich vor den Fröschen retten und jetzt das? Nein, sei einfach still. Es ist meine Pflicht, dir diesen Geisterstein abzunehmen. Meine Pflicht geht vor. Ach, das war keine große Sache, aber wir sollten schnell verschwinden. Sonst kommen die Frösche noch zurück. Guck. Da sind 1, 2, 3 Fehler, die kriege ich auch platt. Verdammt mich. Das ging schnell und gleich so viele. Dass ihr alle auf einmal bekämpfen könnte. Ne? Wow, da würde ich aber mit Zaubern um mich werfen. Wow. Wir müssen hier weg, sonst enden wir als Mittagessen. Laufen wir durch den Gang da. Halt, stopp, erst gehst du mir den Geisterstein weg. Du entkommst nicht, Justin. Ich bin eine stolze Soldatin Oberst Mullins. Meine Pflicht steht über meinem Leben. Ach wirklich? Tja, ich bin nicht so voller Stolz. Wenn du meinen Geisterstein unbedingt haben willst, nimm ihn hier. Du wirft er den einfach dahin. Geisterstein zu liegen geworfen. Was denn? Was denn? Warum? Warum gibst du deinen wertvollsten Besitz so leichtfertig ab? Naja, du wolltest den haben. Und hinter uns ist eine Bedrohung, die zwar bekämpfen könnte, aber... Ja. Sei nicht albern, warum nicht? Hältst du diesen Stein für wichtiger als mein oder dein Leben? Ha! Mein oder dein Leben? Nimm ihn einfach, okay? Und jetzt schlage ich vor, wir bleiben zusammen, bis wir einen Weg aus dem Turm finden. Ich vertraue dir, okay? Na toll.
Das war ein Schock. Hey, Lin, ist alles in Ordnung? Hey, Lin, geht es dir gut? Bist du verletzt? Nur ein wenig Wasser geschluckt. Ich fühle mich irgendwie komisch. Ach so. Oh, erschrick mich nicht so. Ist nicht schlimm. Nur etwas Wasser. Liegt dir vielleicht schon ein bisschen, aber egal. Als die Frösche uns umstellt haben, wusste ich nicht, wie wir entkommen. Zum Glück ist die Brücke zerbrochen. Was lachst du denn so, Lin? Naja, Justin. Wir sind echt tief gefallen von der Brücke und du findest, das war Glück. Ist das nicht etwas seltsam? Was? Du findest, das war tief? Ha, gegen den Sturz vom Ende der Welt ist das doch ja gar nichts. So kannst echt nur du denken. Ich hatte jedenfalls tierisch Angst. Ach echt, ja? Ich bin ein Abenteurer. Ich habe niemals Angst. Es ist auch niemand so oft irgendwo runtergefallen wie du. Das macht dich zu so einem großen Abenteurer. Runterfallen. Runterfallen macht einen zu einem Abenteurer. Okay. Ich habe nie gesagt, ich wäre ein großer Abenteurer, weil ich falle. Jedenfalls müssen wir unsere Kleidung trocknen, bevor wir hier weitergehen. Komm, Lin, suchen wir etwas Brennbares. Das ist eine Ikaria-Statue. Warum ist die Statue so groß? Das ist die erste Ikarierin, die ich sehe. Diese blauen Flügel lassen sie wie ein Engel mit vier Armen wirken. In der alten Angelo-Zivilisation wurden Ikarier oft durch vierarmige Frauenstatuen abgebildet. Den alten Mythen und Legenden nach konnten die Geister und die Ikarier einander verstehen. Angeblich hat sogar die Energie der Geister den Wohlstand der alten Angelo-Zivilisation begründet. Aber die Geisterenergie ging verloren. Heute überleben die Angeluna nur noch in Mythen und Legenden. Nun haben die Geister der Menschheit den Rücken gekehrt und helfen uns nicht mehr. Und warum? Es wurden Fehler gemacht. Aber wir sollten lieber gehen, anstatt zu reden. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Also los, Fina. Na guck mal, so nah sind die beieinander. Justin, das war ziemlich cool, wie du ohne Streichhölzer ein Feuer in Gang gebracht hast. Haha, was erwartest du? Ich bin Abenteurer. Fina kann es noch besser als ich. Fina? Okay, das ist gut. Fina ist jetzt eine Abenteurerin, ja? Hey, du lächelst wieder. Ich beschwere mich nicht, ich sehe dich lieber lächeln. Es ist ein sehr schönes Lächeln. Wie bitte? Justin, was hast du gerade gesagt? Ich meine, normalerweise hast du mich immer so bedrohlich angesehen. Aber wenn du jetzt lächelst, merke ich, dass du eigentlich ganz normal bist. Es tut mir leid, ich bin nur... Nur was? Na los, sag schon. Ich bin endlich mal glücklich, nachdem du das über mich gesagt hast. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt sagen soll. Was ich mich frage, sind alle Leute beim Militär so wie du? Da fällt mir ein, Lin, darf ich dich was fragen? Klar, was denn, Justin? Warum wollen die Galal-Streitkräfte unbedingt die Geistersteine haben? Das ist ein Militärgeheimnis. Tut mir leid, Justin. Ich kann es nicht einmal dir sagen. Hey, du brauchst dich nicht so entschuldigen. Immerhin will ich meinen Geisterstein nicht zurück. Du musst eben Dinge geheim halten. Du bist bei den Galal-Streitkräften. Unsere Kleider sind jetzt trocken. Es ist Zeit zu gehen, Justin. Was? Aber mein Zeug ist noch nass? Ach, egal. Ich muss Fina, Sue und die anderen finden. Welche weiteren anderen? Höchstens Gatwin. Mullen muss er nicht finden. Das ist die tiefste Etage der Zwillingstürme. Laut Mios Bericht ist der Ausgang ganz oben. Ganz oben? Ganz oben auf den Türmen? Dann machen wir uns mal auf den Weg. Okay. Hier ist halt nur eine Eisfläche. Ich kann hier nicht die Kamera bewegen. Hier ist irgendwie so ein Wespenarsch oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sind Ikaria auch einfach nur zu groß geratene Insekten. Mit Tentakeln und anderem Zeug. Ich habe keine Ahnung. Augen, ganz wichtig bei Angelunern. Augen. Die Augen sind einfach überall. Sie sehen alles. Ikaria sehen alles. Einfach so. Irgendwie so wichtig muss auch sein. Wow, die ist ja riesig. Das ist die größte Statue, die ich je gesehen habe. Es ist eine Ikaria-Statue, ein Relikt der Angelo-Zivilisation. Guck mal, ist ja seltsam, die hat vier Arme. Ich kenne ähnliche Ikaria-Statuen, aber die waren immer eher abstrakt.
Man erinnert sich an das Ding im Museum. Diese hier sieht wie ein echter Mensch aus. Die echten Ikaria waren aber nicht so groß, oder? Diese große hier ist eine Art Monster, oder, Lin? Vermutlich. Na schön, lass uns schnell verschwinden, Justin. Okay. Ich geh doch mal. Zwillingstürm, Wandmehl. Okay. Bin schon da. Wer noch? Ja, wir machen Musik. Stacheln oder sowas. Wow, sieh dir die Wandgemälde an, Lin. Ich frage mich, sind das Wandgemälde der Ikaria? Diese Wandgemälde, warum zeigen sie so traurige Szenen? Das ist echt seltsam. Die Angelo-Zivilisation war doch eine wunderbare, tolle Welt, oder? Justin, glaubst du wirklich, dass eine untergegangene Zivilisation so wunderbar gewesen sein kann? Wie? Wie meinst du das? Wäre es eine so tolle Zivilisation gewesen, wäre sie nicht untergegangen, meinst du nicht, Justin? Außerdem, warum haben sie wohl am Ende der Welt diese riesige Mauer gebaut, die den Kontinent teilt? Das heißt, Azteken und Maya und so waren auch keine tollen Zivilisationen, ja? Sie sind nämlich untergegangen. Vielleicht war die Welt der Ikaria und Geisterstein absolut grauenhaft. Vielleicht ist es keine Welt, in der man gerne leben würde. Stell dir nicht so schlimme Dinge vor. Warum sollten eure Streitkräfte sich für eine so üble Welt interessieren? Oh, tut mir leid, ich habe versprochen, nicht zu fragen. Tut mir wirklich leid. Ich war... Hey, kein Problem. Mach dir keinen Kopf, geh in Berlin. Okay, und wohin genau? Wohin genau? Achso, ich kann das drücken. Blitze. What a huge painting. But I wonder, it's such a sad painting. This is a mural of the fall of ancient Angelo. Is that an Ikarian? In fact, that was the greatest heir of the ancient Angelo civilization. Only Ikarians can use the Spirit Stone. That was the law of nature. But humans forgot this and tried to create prosperity with their own hands. They began to reach for things they shouldn't touch. As a result, just as they reached the height of prosperity, they vanished. The Ikarians, too. You? Why do you know that? My mother told me. Yes, my mother was a humanoid. Among the humanoids, hers was a very ancient and gentle race. My father, General Ball, married my mother in order to obtain the secrets of the ancient Angelo civilization. Mullen. I love this land that my mother loved. There must be something wrong with me, too, telling this story to you, a complete stranger. It must be because of your eyes. I feel like I'm talking to Lin. You look a lot like her. Come, let's go. The exit is at the top of the tower. Wir stehen auf den Zwillingstürmen. Das ist der Raum, in den uns der Zauberkreis befördert hat. Hä? Was ist das? So ein Leuchten haben wir doch schon mal gesehen. Justin, woher kommt dieses Licht? Von der Lampe? Ach nee. Das ist ein Gerät der Angelo-Zivilisation. Du kannst es benutzen, um mit den Ikariern zu sprechen. Ah, Justin!
Welcome, he who holds the Spirit Stone. He who is guided by the light of the Spirit Stone and the wings of the Icarians. It's me, Liette. Me, Justin. I've made it this far. Yes, I can feel you very clearly. You have come very close. From where you are, Alent is practically right before your eyes. Liette, show yourself. Tell me where Alent is. Go east, Justin. You, the one who searches for answers. Liette! Medaille der Weisheit erhalten. Liette, was soll das mit der Medaille? Das ist der Schlüssel zu Alent. Sie weist einem den Weg dorthin. Hat sie Alent gesagt? Moment, das stimmt doch so nicht. Was ist mit den Icariern? Überquere das Binnenmeer und gehe nach Osten, Justin. Ich erwarte unser Wiedersehen. Dann sage ich dir alles, was ich über die Angeluna weiß. Okay, wir sind bald in Alent. Endlich wird das Geheimnis von Angelo gelüftet. Laut Liette müssen wir das Binnenmeer überqueren und nach Osten gehen. Na los, nicht trödeln jetzt. Hey, wir können den Zauberkreis nutzen, um vom Turm zu kommen. Wir können schnell verschwinden, Lin. Verschwinden? Nennst du das Verschwinden, Justin? Weißt du überhaupt, wie man einen Zauberkreis benutzt? Nö. Aber wenn wir irgendwas probieren, wird auch irgendwas passieren. Sieht doch nicht so schwer aus. Unglaublich. Tja, so bist du eben, was, Justin? Ich weiß zufällig, wie ein Zauberkreis funktioniert, Justin. Zurück. Wirklich? Echt beeindruckend, Lin. Oberst Bohlen hat es mir beigebracht. So funktionieren Zauberkreise. Hier trennen sich unsere Wege, Justin. Oh ja, richtig. Du wolltest mir nur fliehen helfen, aber kannst du nicht? Justin, bitte komm dir und Angeluna nicht noch näher. Was? Aber warum, Lin? Es war mein Traum, sie zu finden. Ja, ich weiß. Du bist schließlich Abenteurer. Warum versuche ich es überhaupt? Also, dann bleib wenigstens von den Galeistreitkräften weg, okay? Give me your hand, Justin. Huh? But why? Just do it, quickly. The Spirit Stone. Lin, but why? I thought I could sacrifice anything if it was to get a hold of the Spirit Stone. But now, I don't know if that was right. So, you hold on to it. I never saw you in the Twin Towers, and I never got the Spirit Stone. I get it. Thank you, Lin. Say, Justin, tell me one last thing. What does the Spirit Stone mean to you? Huh? That's a toughie. To me, the Spirit Stone is... I know. The soul of the adventurer. Don't laugh. I was serious. I'm sorry. It's sort of funny, that's all. I think I finally understand why Fina's with you and why I met you. I will never forget you. Goodbye, Justin. Ja, die Lin. Auch eigentlich so eine Liebe. So, ja, dann können wir jetzt irgendwie gucken, wie wir jetzt irgendwie zu Gatlin hinzukommen. Speichern tun wir auf jeden Fall mal.
ist nicht so verkehrt. Kann man ruhig mal machen. Allen vielleicht auch. Ich weiß ja nicht. So. Irgendwo müsste ja jetzt auch, ne? Fina wieder rauskommen. Was hätte denn noch nicht verladen? Aber hier rüber ist ja nicht, ne? Geh mal hier lang. Da ist eine Kiste. Wieso ist da eine Kiste? Ich will die Kiste haben. Zumindest der ist ein Inhalt. Hier ist Gold. Wieso ist hier Gold? Sind aber Gegner, Gegenstände respawned oder was? Hier liegt auch Gold. Haben die Soldaten jetzt ihr Kleingeld hier fallen lassen? Die Kiste ist auch zu. Das kann doch nicht sein. Gibt's ja nicht. Gibt's ja wohl. Siehst du doch. Bitte warte. Gegenstände müssen eingesammelt werden. Zumindest sind die ganzen Medusa-Viecher nicht mehr hier. Da ist die eine Kiste. Komm, Hut. Komm, Hut. Komm. Ja, feiner Hut. Komm, Hut. Oh, Sackgasse. Was? Okay. Also hier geht es hier definitiv nicht lang. Wir haben irgendwo noch eine Kiste gesehen. Mal nur gucken, wo genau die jetzt ist. Ich hab doch keine Ahnung. Man dreht sich manchmal auch so ein Stückchen von selbst. Bisschen uncool. Auch noch Gold. Bitte warten. Ich laufe hier schon so schnell ich kann. Schneller geht nicht. Schneller geht wirklich nicht. Das ist das Problem. Warte, bevor ich da durchgehe. Ja, achso, okay, Sackgasse. Das heißt, es geht eigentlich nur noch hier gegenüberliegend irgendwie weiter und vielleicht dann irgendwo hin, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Von hier aus sehe ich halt nichts, ne? Na, wir gucken mal. Justin! Hä? Liegen? Nein, Moment. Das ist Finas Stimme. Fina! Fina! Oh, endlich habe ich dich gefunden. Geht es dir gut? Was, mir? Klar geht's mir gut. Ich war nur gerade ein wenig verwirrt. Deine Stimme klingt genau wie Lins. Ach, Lin, hast du gesagt? Warst du gerade bei ihr? Da fällt mir ein, Oberst Mullen hat gesagt, dass sie ja vom Zauberkreis rausgeworfen wurde. Hä, Mullen? Du warst bei diesem Bösewicht Mullen? Naja, er hat mir jetzt geholfen, aus dem Turm rauszukommen. Ist eigentlich gar nicht so übel. Was soll das heißen, Fina? Dieser Mullen, ich könnte ihn. Hehe, diskutieren wir das später aus. Unsere oberste Priorität ist es jetzt, Sue und Gatwin zu finden. Gehen wir. Okay. Aber erstmal müssen wir ja noch gucken, ob wir ja noch an die anderen Gegenstände kommen. Willst du den offensichtlichen Ausgang hier finden? Jetzt haben wir die Kiste mit, weil da ist man. Toll. Ich würde mir wünschen, ich würde irgendwie Schwert XY finden oder Knüppel XY des Todes oder was auch immer. Ein Geldbund. Nein, immerhin. Besser als gar nichts, ne? So. Das Ding! Fina! Hey, da sind sie! Wir sind hier drüben. Wir haben euch überall gesucht. Zumindest seid ihr unverletzt. Das ist gut. Gatwin war eine ganze Weile bewusstlos. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, er würde kurz einen Prozess mit diesen Mullen machen. Gatwin hat wohl langsam, wird wohl langsam alt. Ich fürchte, sie hat recht. An solchen Meister hatte ich nicht einmal in dieser Welt vermutet. Ich habe wohl nicht genug trainiert. Ja. Ich habe Liette wieder getroffen. Jedenfalls sind alle wieder vereint. Also, gehen wir zurück nach Gumbo. Hey, ab nach Gumbo. Yay. Party. Also wieder zurück an Strand. Hup, hup. So. Was können wir hier nochmal speichern? So, einmal heilen. Einmal speichern.
Und dann machen wir an dieser Stelle dann weiter in der nächsten Folge von Grandia. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.